Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Unser München. Neuaubing-Westkreuz, der Stadtteil im Münchner Westen, ist seit 2016 Teil des EU-Projekts Smarter Together. Die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung betreut das Projekt vor Ort und ist Ansprechpartner bei energetischen Fragen. Der Klimaschutz liegt den MGS-Mitarbeitern besonders am Herzen. Deshalb steigen wir diesmal aufs Dach und werfen einen smarten Blick über Neuaubing-Westkreuz. Es geht zügig voran im Sanierungsgebiet Neuaubing-Westkreuz. Dieses neungeschossige Gebäude an der Radolfzeller Straße wurde zum Beispiel nun komplett modernisiert. Zu den kompliziertesten Maßnahmen gehörte dabei unter anderem eine zeitgemäße Kellerdeckendämmung. Beraten wurde die Hausverwaltung von Anfang an von der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung, kurz MGS. Wir haben mit unserem Sanierungsmanagement die Energie, die Eigentümergemeinschaft mit 108 Wohneinheiten beraten und der ist komplett saniert worden. Das ist ein Gebäude aus den 60er Jahren und hat jetzt Neubaustandard, Wärmedämmung, neue Fenster und neue Dachdämmung und auch in der Wärmeversorgung mit Geothermie-Fernwärme und genauso gut hier auf dem Dach sieht man das dann mit Photovoltaikstrom ist eine Versorgung aufgebaut worden. Also mein Eindruck ist, es ist wunderschön geworden, aber noch viel wichtiger ist der Eindruck der Eigentümer und die Eigentümer sind alle begeistert. Die Heizkosten sind runtergegangen, das Wohlfühlklima, das Raumklima ist viel besser gewesen. Abgesehen davon hat den Eigentümern auch die Ausführung sehr gut gefallen. Es war eine gute Kommunikation da, alle Eigentümer sind begeistert. Drei weitere baugleiche Gebäude hat die Hausverwaltung bereits für die nächsten Sanierungsprojekte im Auge. Gerade Neuaubing-Westkreuz hat als ausgewiesenes Sanierungsgebiet besondere Bedeutung. Der Hintergrund? Bis 2050 will die Stadt München klimaneutral sein. Die MGS trägt mit ihren Aktivitäten erheblich dazu bei. Wer hier tatsächlich was macht bei der Energieeinsparung für Wärmedämmung und Photovoltaik, kann in der Regel so 30% Förderung erhalten. Und wenn es noch Sonderförderungen gibt, kann es auch raufgehen bis zu 40% Förderung. Dann sind diejenigen belohnt, die tatsächlich was tun. In dem Stadtteil haben wir inzwischen von 800.000 Quadratmeter Wohnfläche 200.000 Quadratmeter untersucht. Und gut 70.000 Quadratmeter sind schon saniert worden. Also da sieht man, dass Potenzial da ist. Und es ist auch für die Photovoltaik Potenzial da, für die Solarstromerzeugung. Und eigentlich kann man sagen, fast jedes Dach ist geeignet für Photovoltaik. Ich kann das nur jedem empfehlen. Die MGS steht kostenfrei zur Verfügung. Und die Preise explodieren momentan in München. Man kann nichts Besseres tun, wie jetzt zur MGS zu gehen und sich beraten zu lassen. Die MGS hat zwei Stadtteilläden in Neuaubing-Westkreuz, in der Friedrichshafener Straße 11 und in der Limesstraße 111. Großartig. Eine kompetente Beratung ist buchstäblich Gold wert, vor allem wenn es um Wertpapiergeschäfte geht. Unser München hat deshalb eine 10-teilige Wertpapierserie gestartet, in der die Experten der Stadtsparkasse München wichtige Tipps für diese Anlageform geben. Heute Teil 2, die richtige Beratung. Zweimal im Jahr veranstaltet die Stadtsparkasse München ein sogenanntes Wertpapierforum. Ein wichtiger Termin für die Berater der Städtischen Bank. Vorstände und Experten geben hier umfassende Einblicke in das aktuelle Wertpapiergeschäft. Um die hohe Kompetenz in diesem zu halten, investiert die Stadtsparkasse München dafür umfangreich in die Fortbildung ihrer Berater. Wertpapiergeschäft ist ein spannendes, ein interessantes Geschäft, weil es eben immer Aktualität hat, aber es ist auch ein komplexes Geschäft. Und darum geht es, dass unsere Betreuer immer auch aktuell informiert sind. Es gibt vielfältige Veranstaltungen, es gibt vielfältige Fonds-Research-Informationen für unsere Berater, damit sie unsere Kunden aufklären können und Informationen zu den Fonds, Newsletters, Telefonkonferenzen, Aktualität, damit die Berater immer fit sind. Das erste Wertpapierforum in diesem Jahr fand bezeichnenderweise in der Börse München statt. Fakt ist, das Wertpapiergeschäft war für die Kunden der Stadtsparkasse München schon immer ein wichtiger Baustein für den Vermögensaufbau.
Doch durch das seit über 10 Jahren vorherrschende niedrige Zinsniveau haben Wertpapiere noch einmal an Bedeutung gewonnen. Wertpapiergeschäft ist deswegen so wichtig, weil es keine Zinsen gibt. Es gibt seit Jahren kaum noch Zinsen auf Liquidität, auf Einlagen. So hat zum Beispiel letztes Jahr haben die deutschen Sparer ca. 40 Milliarden Euro verloren, weil es die sogenannte Realzinsfalle gibt. Was heißt das? Einmal, wir haben annähernd 2% Inflation und haben auf Einlagen keine Zinsen. Und damit wird das Geld der Kunden weniger wert. Und darum ist das Wertpapiergeschäft so wichtig. Das Forum ist nicht die einzige Fortbildungsmaßnahme der Stadtsparkasse München, damit die Berater topfit für alle Wertpapierthemen sind. Zusätzlich gibt es noch eine ganze Reihe weiterer hilfreicher Bausteine. Zum Beispiel Aufklärung, strukturierte Beratungsgespräche, wo man mit dem Kunden durchgeht, was er für Wünsche und Ziele hat, warum Wertpapiergeschäft wichtig ist. So haben wir zum Beispiel letztes Jahr ca. 260.000 Finanzgespräche mit den Kunden anhand eines klaren Leitfadens geführt, damit der Kunde auch sich selber ein bisschen sicherer fühlen kann. Außerdem gibt es für die Berater Weiterbildungslehrgänge, die laufend aufgefrischt werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Münchens Trinkwasser kommt quellfrisch aus dem Voralpenland. Die schönen Tage jetzt bieten sich an für eine Wanderung oder eine kleine Radtour auf dem Weg zu Münchens Quellen. Auf dem M-Wasserweg der SWM geht es durch Forste hinein ins Mangfalltal. Neben wunderschönen Landschaften gibt es hier viel zu entdecken rund um unser gutes Münchner Trinkwasser. Vom Deutschen Museum aus geht's immer Richtung Süden. Egal ob auf dem Radl oder zu Fuß. Bis zu 82 Kilometer lang ist der M-Wasserweg bis zu den Quellen des Münchner Trinkwassers. Sein südlicher Endpunkt? Gmund am Tegernsee. Die Route ist eine sportliche Herausforderung und purer Naturgenuss und auch noch informativ. Höhepunkte sind die Trinkwassergewinnungsanlagen im Mangfalltal. Allen voran das Wasserschloss Reisach, erbaut von 1902 bis 1913. Tief im Grundwasser liegende Sammelkanäle fassen das Wasser und führen es sternförmig auf die Fassung zu. Egal ob Wanderung oder Radeltour, hier erlebt man, warum das Münchner Trinkwasser zu den besten in Europa zählt. Die Stadtwerke München gewinnen es in idyllischer, nahezu unberührter und streng geschützter Natur. Wem die 82 Kilometer zu lang sind, der kann die Route auch in kürzeren Etappen aufteilen. Haltestellen der S-Bahn und der Bayerischen Oberlandbahn sowie die Busse des RVO bieten gute Abkürzungsmöglichkeiten. Unterwegs laden viele Gasthäuser und Biergärten zum Pausieren und Verweilen ein. Für E-Bike-Fahrer gibt es an 3 E-Ladestationen die Möglichkeit, den Akku wieder aufzufüllen. Die erste befindet sich am Spiralschacht Talham. Und die anderen hier. Grüß Gott, ihr seid jetzt am Berggast auf Taubenberg. Wenn ihr den im Wasserweg fahrt, kommt ihr an uns vorbei. Wir haben eine E-Bike-Station, da wo man kostenlos seine E-Bikes aufladen kann. Und könnt dabei Brotzeit machen oder auch was trinken. Wir würden uns freuen. Grüß euch, gut auf dem Taubenberg im schönen bayerischen Oberland. Wir haben jetzt von den Stadtwerken München eine E-Bike-Ladestation gekriegt. Jetzt stellen wir unsere Gäste kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie einmal im Wasserweg radeln, kommt auf zu uns, kriegt zur Brotzeit, was Gutes zum Essen und ein schönes Platz zum Schlafen. Doch zurück zum Wasser. Ein Hingucker ist der Spiralschacht Talham. Hier steht das imposante Kunstwerk Tränen der Erde. Und hier am beliebten Picknickplatz kann man auch seine Wasserflasche wieder auftanken. Quellfrisch, versteht sich. Nach Gotzing und der Haaglandschaft erreicht man schließlich den südlichen Endpunkt des M-Wasserwegs, Gmund am Tegernsee. Vom Tegernsee aus fließt die Mangfall nach Rosenheim und mündet dort in den Inn. Und noch ein kleiner Tipp, wer will, der kann seine Radeltour natürlich auch in Gmund starten. Dann geht es Richtung München, in der Regel nur bergab. Der M-Wasserweg ist ein Naturerlebnis und das zu jeder Jahreszeit.
Und bei uns, liebe Zuschauer, geht es jetzt weiter mit unserer Rubrik Veranstaltungen. Das Wichtigste aus den städtischen Kultur-, Sport- und Freizeitstätten zusammengefasst für Sie im Überblick. Bläser Power im Gasteig. Die gibt es heuer geballt bei der langen Nacht der Musik. Zum Beispiel hier die Jazz-Rausch Big Band. Über 25 Bands und Einzelkünstler werden allein im städtischen Kulturtempel auftreten, in allen Sälen und Foyerflächen. Wir können hier wirklich sehr viele unterschiedliche Konzerte zeigen und eben auch eine große Bandbreite an verschiedener Musik. Und ein besonderes Highlight dieses Jahr ist auch, dass Julian Prégardien sich bereit erklärt hat, extra ein Format zu kreieren, in dem auch Klassik nochmal auf eine ganz andere Weise dargeboten wird oder vermittelt wird. Und zwar hat er das Projekt Playing Schumann für uns kreiert, wo er die Dichterliebe in klassischer Version singen wird, also in historisch informierter Aufführungspraxis mit Begleitung am Hammerklavier. Und dann wird sozusagen im Kontrast dazu noch ein Jazz-Ensemble auftreten aus der Schweiz. Das ist die Lia Pale und der Matthias Rüegg, die die Dichterliebe dann in verjazzter Version daneben präsentieren werden. Mit dabei auch zum Beispiel hier die Monika Roscher Big Band, die Sweet Simones oder Tetra Brass. Die lange Nacht der Musik im Gasteig, Samstag, 4. Mai, ab 19 Uhr. Town, who flew among all the others to bring home. Die Hallerbuchs hat mir dann erklärt, ja, die seien chinesische, gell, und die rene burisch. Die unglaublichen Geschichten einer Lederbuchs. So der Titel des neuen Programms der Reitschwestern. Hier packt die Krachlederne von Benedikt Brandl aus. Schonungslos und unverblümt. Begleitet werden die Powerladies aus der Oberpfalz wieder vom Bleimer. Plus einmal Bass und Schlagzeug. 3. Mai im Silbersaal im Deutschen Theater. Da passen auch diese Schlager, die wir singen, weil die sind so alle aus den 50er, 60er. Die passen da super rein. Das ist schon ein bisschen was Altes. Das ist eine Schlagerlesung. Das ist quasi eine Lederhose, die erzählt von ihrem Träger und dazwischen gibt es schöne deutsche Schlager und Jodler. Hola, lady, hola, lady, hola, lady. Oh, das klingt doch hierin schon so schön, gell? Weine nicht, kleine Eva. Drei Schwestern erneut mit Herz, Humor und viel Musik. Freitag, 3. Mai. Im Silbersaal, im Deutschen Theater. For this evil deed, the family is cursed. Now, the hound has returned. Drei Schauspieler mit über 60 Kostümteilen in 18 verschiedenen Rollen. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kommt der Hound of the Baskervilles erneut zurück ins Deutsche Theater. Die Inszenierung ist eine unheimlich rasante, schnelle Inszenierung mit unglaublich viel Slapstick, mit unheimlich viel Humor, vergleichbar an vielen Stellen mit den legendären Monty Python. Es ist mal kein Musical, es ist Sprechtheater und es ist englisches Sprechtheater. Das English Theatre Frankfurt mit einer deftigen Krimikomödie nach Sir Arthur Conan Doyle. Der Hound of the Baskervilles, 2. bis 5. Mai im Deutschen Theater. For this evil deed the family is cursed. Now the hound has returned. Soweit unser München für den Moment, liebe Zuschauer. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Dann gibt es wieder die neuen Themen direkt aus der Landeshauptstadt. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Spaß mit unserem Programm auf München TV. Auf Wiederschauen.